Es war das einzige Fußballspiel, das am Wochenende stattfand. Fast alle Plätze waren wegen Unbespielbarkeit geschlossen. Nur die Rot-Weißen aus Weißenfels und ihre Gäste aus Naumburg trotzten dem Wetter und traten zum Achtelfinale des Burgenlandpokals an. Beide Mannschaften, die in der Landesklasse zu Hause sind, starteten bei bewölktem Himmel. Zwischenzeitlich entschied sich die Sonne für ein bisschen Licht zu sorgen, bevor dann ebenso überraschend ein heftiger Hagelschauer auf dem Kunstrasenplatz niederging. Diesen Moment nutzten die Gäste in Person von Christian Werner, der seine Mannschaft nach 21 Minuten zum 0:1 köpfte. Das sollte auch der Halbzeitstand bleiben und unter einem kräftigen Regenschauer ging es in die Kabine. In der zweiten Spielhälfte konnten sich auch die Weißenfelser Gastgeber mehrere Torchancen erarbeiten. Doch es nutzte nichts, das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Besser nutzte der Naumburger Sergej Staude seine Chance und erhöhte in der 55. Minute zum 0:2 für die Gäste. Da das dann auch der Endstand blieb, treten die Naumburger dann im Viertelfinale um den Pokal des Burgenlandkreises gegen den 1. FC Weißenfels an. Dieser hatte sein Achtelfinalspiel schon am 31. Oktober letzten Jahres gegen den TSV Tröglitz und ging dabei siegreich mit 5:0 vom Platz.